Kongress. Unendliches Chaos. Hier ist das Winkekatzenfernsehen mit der Chaosschau. Guten Abend, liebe galaktische Gemeinschaft von Lebewesen. Willkommen bei der Chaosschau. Ein Glasaufzug auf dem Kongressgelände wurde an Tag 1 von einer Ameisenplage befallen, welche sich im Laufe der Zeit auf weitere Aufzüge ausweitete. Um die Plage in Zaum zu halten, versuchten die Zuständigen, über Verbotsschilder mit den Tieren zu kommunizieren. Augenscheinlich wurden diese jedoch ignoriert. Ob dies der Bösartigkeit der Tiere oder ihren mangelnden Sprachkenntnissen geschuldet ist, ist bisher nicht bekannt. Unbekannte Hacker verursachen Chaos bei Lebensmittelkette. Die Pressestelle des Konzerns hat den Rückruf des Produkts veranlasst. Uns liegen exklusive Quellen vor. Chaosnahen Aktivistinnen ist möglicherweise ein Durchbruch bei den Bemühungen um besseren Klimaschutz gelungen. An Tag 3 veröffentlichten sie vor dem Leipziger Hauptbahnhof ein geleaktes Passwort, das Zugang zu bisher nicht erschlossenen Ressourcen an Menschlichkeit, Empathie und Selbstlosigkeit verschaffen könnte. Die Aktivistinnen rufen dazu auf, das Passwort so oft wie möglich in Unterhaltungen mit Menschen aus Politik und Wirtschaft zu erwähnen. Seit Tag 1 wird eine Person auf dem 36. Chaos Communication Congress vermisst. Die Person trug einen schwarzen Hoodie, eine Arbeitshose mit neonfarbenen Reißverschlüssen und Katzenohren. Außerdem trug sie ein ThinkPad mit diversen bunten Aufklebern bei sich und hatte eine blinkende Platine am Pullover befestigt. Sollten Sie auf eine Person treffen, auf die diese Beschreibung passt, wenden Sie sich bitte an das Lost and Found Team. Unzufriedenheit bei einigen Kongressbesuchenden. Unserer internen Umfrage zufolge zeigte sich, dass einige Teilnehmende den Kongress als zu professionell empfinden. Beispielhafte Aussagen waren: So schnelles Internet bin ich einfach nicht gewohnt. Hier funktioniert einfach alles, das ist super langweilig. Oder: Ich habe auf der Straße gegenüber immer noch Dektempfang, dabei will ich doch auch einfach mal nicht erreichbar sein. Die Arbeitslosenzahlen am Engelmarkt steigt. Besonders Engelschichten, die keine Schulung oder Vorkenntnisse benötigen, sind hart umkämpft. Einen Ausweg bietet hier C3 Post, die sich selbst als Infinite Side Quest Generator bezeichnet und sogar Postkarten in die Zukunft versenden kann. Experten, C3 Post? Oh, ich sehe, wir bekommen hier eine Zwischenmeldung. Moment, ich bin noch nicht fertig mit Lesen. Soll ich es vorlesen? Sehr gern, wir bekommen hier eine Zwischennachricht. An die Speaker der Closing-Zeremonie, während der Closing-Zeremonie, danke für den tollen Kongress. Experten sehen für C3 Post ein großes Potenzial für den Kongressarbeitsmarkt und hoffen auf eine Besserung der Arbeitslosensituation. Nachdem seit dem letzten Kongress wiederholt Unklarheit über den Status von Tieren der biologischen Klasse Aves herrschte, scheint die Diskussion nun beendet. Mehrere Ornithologen gaben unabhängig voneinander Erklärungen diesbezüglich ab. Ich sehe starke empirische Evidenz dafür, dass Vögel tatsächlich existieren, heißt es in einer Stellungnahme. Über staatliche Überwachungsdrohnen liegen mir noch keine Erkenntnisse vor. Krankheitsfälle während und nach dem Kongress
sind ein allgemein anerkanntes Phänomen, das landläufig als Kongressseuche bezeichnet wird. Dieses Jahr allerdings gab es zahlreiche Berichte von akuter und extremer Paranoia, die sich besonders im Bereich der Bar von Halle 2 häuften. Zeugenberichten nach fühlten sich mehrere Personen von einem großen, leuchtenden Auge beobachtet und verfolgt. Die Ursache dieses Ausbruchs wird derzeit ermittelt. Vermutet wird aktuell ein Datenleck in der digitalen Gesundheitsakte, der CCC berichtete. Und nun zum Sport. Das jährlich stattfindende Hebokon-Finale war von Protesten durchzogen. Maskierte Personen stürmten die Bühne und forderten mehr Rechte für Roboter. Die Situation wurde schnell und professionell deeskaliert. Das Ergebnis des Wettkampfes? Der bisherige Champion, Schrubi, wurde vom aufsteigenden Kontrahenten Killer Bee stark attackiert, konnte seinen Titel aber verteidigen. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Zu wenig Rechenleistung. Gartenroboter nicht für Einsatz im Herbst geeignet. Mit Turing-Maschine. Informatik-Pionier beginnt Motorradreise um die Welt. Kongress geforkt. Streit über Einwegbesteck führt zu Alternativveranstaltungen. Urheberrecht. Abgestürztes Smartwatch muss noch 90 Jahre liegen bleiben. Klare Positionierung. Großteil aller Webentwickelnden Hyperlinks. Mehrkornprozessoren. Superfood für Supercomputer. Local Horst. Cyberattacke auf dem Innenministerium kam aus eigenem Netzwerk. Dijkstra. C3NAV berechnet kürzesten Weg zum Vortragssaal. Okay, Boomer. IBM stellt eigenen Sprachassistenten vor. Ging ins Netz. Cyberkriminelle verstößt gegen Bewährungsauflagen. Steuerung alt entfernen. Nächste Generation startet Konzern neu. Nach elektrisierendem Vortrag, großer Menschenstrom floss zurück in die Glashalle. Eingestellt. Umstrittene KI bevorzugte bei Bewerbungen bestimmte Eigenschaften. Löschdiskussion. Brand der Wikipacker-WG erfüllt Relevanzkriterien nicht. Waffelstillstand. Warteschlange vor dem Wok bleibt friedlich. Zu viele Engelschichten. Im Himmel stapeln sich freiwillige Helfer bis unter die Decke. Das habe ich mit Links gemacht. Tim Berners-Lee berichtet über die Erfindung des World Wide Web. Und nun die Zufallszahlen. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Superzahl 2. Diese Entropie ist wie immer mit Gewehr. Und nun die Wettervorhersage.
Aus dem Nordosten kündigt sich eine Post-Congress-Depression an, die für einige Tage bis Wochen über Mitteleuropa liegen wird. Betroffenen wird empfohlen, in Notsituationen bei media.ccc.de oder in lokalen Hackspaces Zuflucht zu suchen. Über den Jahreswechsel droht eine akute Flaute an Menschen, die helfen, die Messehallen in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Um der Resource Exhaustion entgegenzuwirken, sind alle dazu eingeladen, noch bis Anfang nächsten Jahres dabei mitzuhelfen. Uns erreicht soeben eine Unwetterwarnung. In wenigen Sekunden wird mit einem ungewöhnlich starken Applaus gerechnet, der sich bis in die Glashalle ausdehnen wird. Prognostiziert wird ein in Lautstärke und Länge zuvor unübertroffenes Ereignis. Ursachen dieses Phänomens ist ein ungewöhnlich starkes Gefühl des Dankes an sämtliche Daseinsformen, die den 36C3 zu einem so unglaublich großartigen Event gemacht haben. Und damit endet die diesjährige Chaos-Schau. Wir wünschen eine entspannte Heimreise und ein tolles Jahr 2020. Sie können Ihren Kongress jetzt ausschalten. Guten Abend.